Der Navigationschronograph Sinn 903 war kurzzeitig aus dem Sortiment der Frankfurter Marke verschwunden. Nun kommt das Modell gleich in drei Varianten und mit vielen Verbesserungen zurück auf den Markt. Direkt vorab, ja, die Nähe zum Breitling Navitimer kommt nicht ganz von ungefähr. Bei der Modellreihe Sinn 903 jedoch von einer Hommage zu sprechen, trifft nicht den Kern der Wahrheit. Durch die Quarzkrise zwischen den 1970er und 1980er Jahren hatten Uhrenmarken es schwer, mit mechanischen Uhren noch Geld zu verdienen. Eine Marke, die ebenfalls davon betroffen war, ist Breitling. Ganz genau im Jahr 1979 hat Helmut Sinn als einer der wenigen Interessenten die Restbestände von Breitling-Komponenten und sogar Maschinen sowie die Designrechte am Navitimer aufgekauft. In der Folge baute der Sinngründer den Chronographen in der Frankfurter Heimat einfach weiter, wobei das Design in den folgenden Jahrzehnten mehrmals überarbeitet wurde. Bis 2023 wurde die Sinn 903 mit einer per Krone bedienbaren Lünette mit logarithmischer Zahlenskala hergestellt. Vorteil dieser Konstruktion war eine erhöhte Wasserdichtheit gegenüber der Navitimer von Breitling, die mit ihrer Konstruktion einer drehbaren Lünette, die mit dem verstellbaren Rihau verbunden war, bis heute nur bis 3 bar wasserdicht ist. Dafür ist das Prinzip wie bei der Navitimer deutlich intuitiver und effektiver, sollte man die Umrechnungsfunktionen der Lünette auch wirklich verwenden wollen. Für die neue Version des Navigationschronographen 903 setzt Sinn ebenfalls auf eine drehbare Lünette, verwendet dabei allerdings neueste Dichtungstechnik und greift auf Erfahrungen zurück, die bei der Modellreihe 717 gesammelt werden konnten. Auch diese hatte eine solche drehbare Lünette. Der Innen- und Außendrehring wurde zu einem einzelnen Bauteil verschmolzen und mit einem speziell gefetteten O-Ring zwischen Gehäuse und Lünette kombiniert. Diese Technik kommt jetzt also auch beim neuen Modell der 903 zum Einsatz, die damit eine Druckfestigkeit von bis zu 20 bar bzw. 200 Metern halten kann. Die Rechenschieberlünette haben wir bereits angesprochen und besonders auffällig ist die Vielzahl an Skalen auf dieser. Mit ihr lassen sich Umrechnungen zwischen verschiedenen Einheiten wie Meilen und Kilometer durchführen, sowie Rechenoperationen wie Division und Multiplikation. Grund für diesen Funktionsumfang ist die historische Funktion als Navigationshilfe für Piloten. Einige Möglichkeiten sind auch für den Alltag interessant. Wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, machen die Skalen auf einmal richtig Sinn. Damit ihr ab sofort genau wisst, wie das funktioniert, habe ich ein paar Beispiele vorbereitet. Sagen wir, ihr wollt 73 mit 51 multiplizieren. Dafür müssen wir die 73 auf dem äußeren Teil der Lünette auf die rote 10 stellen. Beim Faktor 2, also der 51 am Innenring, können wir jetzt 37 am Außenring ablesen. Wir wissen aber ja, dass diese Zahl vierstellig sein muss, also so ungefähr 3700. Die Kommastelle muss man sich dabei selbst denken. Dafür könnte man mit der Lünette genauso 7,3 mal 5,1 berechnen. Als nächstes werden wir dividieren. Wie wäre es mit 12 geteilt durch 7? Wir stellen den Dividend auf den Drehring über den Divisor auf dem Innenring. Über der roten 10 können wir dann 17,1 ablesen. Wir verschieben das Komma und zack, 1,71. Genauso könnte man auch 120 durch 7 teilen. Besonders einfach geht die Umrechnung von Kilometer und Meile. Wir wollen 180 Kilometer umrechnen. Dazu stellen wir die 180 bzw. 18 auf dem roten Kilometerpfeil ein. Bei Stadt, also Statute Mile, können wir 11,2 ablesen. Das Ergebnis ist also ungefähr 112. Bei Naut können wir die Seemeilen ablesen. Das sind ca. 97. Nützlich ist das Ganze auf jeden Fall bei der Umrechnung von Stundenkilometer zu Miles per Hour, falls man mal in den USA oder Großbritannien unterwegs ist. Dafür müsst ihr bei Stat ablesen. Bei Naut lest ihr analog dazu die Geschwindigkeit in Knoten ab. Für Piloten könnte es außerdem zum Beispiel interessant sein, zeitliche Umrechnung von Geschwindigkeit oder Treibstoffverbrauch von Teilabschnitten auf die Stunde hochzurechnen. Auch das ist mit der Rechenschieberlünette möglich. Hierzu also noch ein Beispiel. Wenn man in 13 Minuten eine Distanz von 45 Kilometer oder Meilen fährt oder fliegt, kann man die 45 auf dem Drehring
über die 13 auf dem Innenring stellen und bei der 60 die Geschwindigkeit in Kilometer bzw. Meilen pro Stunde ablesen. Bei diesen Berechnungen gibt es dabei manchmal kleine Rundungsfehler, die aber für ein ungefähres Ergebnis nicht weiter tragisch sind. Auf den Zifferblättern der Navigationschronographen in den klassischen Farbvarianten in Schwarz, das ist die SIN 903 ST2, oder Dunkelblau, das ist die SIN 903 STBE2, fallen sofort die aufgesetzten Indexblöcke auf. Sie bestehen aus einer nachleuchtenden, sogenannten Hybridkeramik, die deutlich mehr Licht abgibt als aufgelegte Superluminova. Diese Technik hatte SIN zuletzt in einer Variante der Taucheruhr U50, genauer gesagt der Modellvariante SL, vollflächig für das Zifferblatt eingesetzt, welches dementsprechend sehr gut ablesbar ist. Auch in Form von massiven Stundenmarkern und der 12 leuchten sie beeindruckend hell nach. Die neue 903 ist außerdem mit einem Sichtboden ausgestattet, der genau wie das gewölbte Deckglas aus Saphirkristall besteht. Auf der Rückseite zeigt sich entsprechend das verbaute Werk mit Schaltradsteuerung für die Chronographenfunktion. Das kommt von La Joupéret, heißt LJP L110 und verwendet 26 Lagersteine. Es arbeitet mit der Standardfrequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde, ist antimagnetisch und kommt auf eine Gangreserve von 60 Stunden. Besonderes Highlight ist jedoch wie gesagt die Steuerung der Chronographenfunktion, was man auf der Rückseite genau beobachten kann. Hier der Start, dann Stopp und Reset. Zusätzlich zu den klassischen Modellen in Schwarz und Dunkelblau, die auch jeweils eine Datumsfunktion zwischen der 4 und 5 bieten, kam zur Neuauflage auch eine Variante ohne Datumsanzeige und mit hellblauem Zifferblatt in limitierter Auflage von 500 Exemplaren auf den Markt. Die SIN 903 STHB war mit 3.650 Euro inklusive 5-reihen Gliederband und Lederband etwas teurer als die Standardmodelle, war aber auch in 0,nix ausverkauft. Die Modelle mit Zifferblatt in Dunkelblau oder Schwarz kosten 3.250 Euro am Leder- oder Silikonarmband. Mit dem Gliederarmband sind sie ab 3.550 Euro erhältlich. Was meint ihr zu den SIN-Neuheiten? Lasst uns doch gerne einen Kommentar da. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch einen Daumen nach oben und ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.